Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Theta's Mark EX. Ja, wir sind jetzt in der Feuerarena. Wollen die jetzt endlich schaffen? Ich wollte aber jetzt nicht runter. Der hintere war ja falsch, oder? Doch, ich glaube, der war falsch. Der sieht aus, als könnte er hinführt zum Arena-Leiter. Ja, der führt. Nice. Können wir jetzt die Arena-Leiterin herausfordern? Ich will aber mit Schokiwitz starten. Wir haben der ganzen Arena schon Warzmann nicht angesehen. Hallo, willkommen Trainer. Mann, schön, dass du es hierher geschafft hast. Ja. Ich wurde mit der. Nein, warte. Mein Name ist Flavia, die Arena-Leiterin hier. Versuch ja nicht, mich zu unterschätzen. Auch wenn ich nur für kurze Zeit bisher Leiter gewesen bin. Naja. Mit den Skills der Pokémon meines Großvaters werde ich dich zerstören mit meinen heißen Moves und so. Naja, heiß bist du ja schon. Und hast 5 Pokémon. Warum bin ich nochmal so auf Schock-TV gegangen? Ich glaube, damit Branavat sich nicht overlevelt, ne? Aber ich brauche Schock-TV für die nächste Arena, ne? Wo ich da auch Branavat nutzen könnte mit seinem Uplight-Hieb. Jetzt darf er sich nur nicht selbst verletzen, ne? Der gute Schock-TV. Aber traurig, wie langsam ich bin. Ohne den Speedboost wäre ich halt übelst gefickt. Ich glaube, ich habe auch ein Speed runterwesen, was dich gerade besser macht. Hundemann. Kann ich drin bleiben eigentlich? Ich hätte aber echt gerne die Mega-Entwicklung. Ich habe immer noch nicht stark geschaut, wie man die triggert. Auf jeden Fall ist das Hundemann jetzt auch tot. Kommt als nächstes. Delphox. Delphox. Interessant. Naja, ich bin ein bisschen lebensmüde gerade. Delphox, also. Ist Feuer-Psycho. Und ja, ich bin mir schon im Klaren, dass ich einen Käfer-Pokémon gegen Feuer-Pokémon rausschicke. Aber ich treffe ihn mit meinen Käfer-Attacken neutral. Und ich bin sogar schneller, überraschenderweise, finde ich. Sag mir, dass du den überlebst, dann kann ich mit Wolfswitch raus. Mit der WhatsApp, wozu taugst du eigentlich? Warte, ich habe noch Nightslash auf ihm. Und immer noch keine Mega-Entwicklung. Natürlich ist das schneller als er. Ja, okay, der könnte jetzt Psychokinese einsetzen oder so. Noch ist er ja schneller als ich. Aber nein, ich müsste ihn jetzt killen, hoffentlich. Ja. Critical Hit! So muss das sein, Logok. Level 40 Logok. Makago.
Warzmund ist zwar schon fast Level 40, aber komm. Jetzt setzen wir ihm auch mal ein. Oh mein Gott, du kannst sogar mal treffen mit der Attacke, geil. Wir werden heute wahrscheinlich auch noch die nächsten Arena-Leiter machen. Florges ist leider ein bisschen underlevelt so im Vergleich des Teams, ne? Klar, der ist auf normalen Level der Gegner. Kamerupt. Kann nicht drin bleiben eigentlich. Ich denke, ich habe übelst Bock für die nächste Arena dann mal Piondragia einzusetzen. Er musste sich ja jetzt schon lang genug zurückhalten. Und Alter, was ist denn los mit dir, Warzmann? Zweimal hintereinander die Flinkklaue. Ich könnte es ja auch Logok geben, ja, aber Logok hat ja den Speedboost jede Runde. Sprich, früher oder später ist er schneller als die Gegner. Auf jeden Fall, Warzmann hat meinen tiefsten Respekt verdient. Und jetzt ihr Main. Wollen wir Scorpio einsetzen fürs finale Pokémon? Ach komm, setzen wir Scorpio mal ein. Cooler Backsprite auf jeden Fall. Giftstreich. Stimmt, das Ding ist ja ultra defensiv, ne? Komm, toxische Vergiftung, bitte. Ja. Dann nützt dir deine Iron Defense auch nicht viel, ne? Wenn du toxisch vergiftet bist. Night Slash hat, glaube ich, eine hohe Crit-Rate. Alter, ich speede mal. Ach komm, speeden bringt ja nichts. Der Critical Hit jedoch schon. Komm, sag mir, dass das Gift jetzt killt. Nein, schade. Als ob die jetzt noch ihren zweiten Trank nutzt. Naja, ist ihr letztes Pokémon. Gut, dass es eine toxische Vergiftung ist. Das heißt, früher oder später wird das Ding an der Vergiftung krepieren. Walter, plus 6 macht nicht wenig Schaden. Bin ich froh, dass ich direkt vergiftet habe. Mit Giftzahn. Ja, ich glaube, ich habe es halt versucht, ja. Hier. Nimm den Orden. Oder so. Und danke fürs Geld, Flavia. Den Hitzeorden, oder keine Ahnung, wie der im Deutschen heißt. Aber hier ist der übersetzt Hitzeorden. Pokémon ist Level 50, okay. Okay, ich kann die Stärke außerhalb von Kämpfen nutzen. TM50. Okay, Hitzekoller, nice. Danke für Hitzekoller. Grün, hey, ist schon eine Weile her. Wie geht's dir so? Ah, du hast ja echt schon einiges an Orden gesammelt. Okay, dann, ja, hier gebe ich dir mal das. Mit denen kannst du durch die Wüste gehen. Ja, ich würde jetzt als nächstes Norman, deinen Vater, herausfordern. Im Gegensatz zu dir sieht er aus, als wäre ich richtig stark so. Hey, sieht sich.
Stimmt, in Oras ist es so, dass der einen sagt, ja, willst du mich begleiten oder so? Geht mal direkt dorthin. Das fand ich gut im Remake. War anscheinend ein Rubin Saphir Smaragd nicht so schade. Da bin ich jetzt tatsächlich darauf vorbereitet. Aber hier können wir genauso gut mal durch die Wüste gehen, kurz. Mal sehen, was da so gibt. Wüste ist ja direkt in der Nähe. Komm, Blume ist am niedrigsten gelevelt. Boah, der Turm ist aufgetaucht. Der Turm ist aufgetaucht. Der Turm ist aufgetaucht. Nice. Der taucht nämlich, glaube ich, random auf. Die Komblume braucht jeden EP-Punkt, den sie kriegen kann. Deswegen Tschüss, Sandan. Ich weiß gerade nicht, wie der Turm auf Deutsch heißt. Ja gut, Speed aufbauen kann man hier nur sehr schwer. Mann, ist das ein Spaß. Man braucht ja auch das Eilrad dafür. Ach komm. Soll man da einfach mit dem Kunstrad drüber oder was? Knackjörn wäre auch ein cooles Teammitglied gewesen, so Libeldra, aber nein. Sorry, aber der Bodentyp ist schon vertreten mit Brannawarz. Sonst hätte ich dich als sechstes Teammitglied wahrscheinlich reingenommen. Ich habe so ein bisschen an die Typenvielfalt auch gedacht. Auch mal vielleicht das Kunstrad. Hier wisst ihr was, ich habe keine Ahnung, was man in diesem Turm machen soll. Ich gehe jetzt mal. Der taucht random auf. Kann auch sein, dass wir es jetzt noch nicht machen können. Ich will jetzt mal diese Wüstenroute erkunden. Da können wir ja immer noch zu Norm gehen. Wenn man ein bisschen warten muss, teilweise damit Pokémon kommen, oder? Das nervt so ein bisschen. Sternstaub. Bin auch froh, dass man hier erstmal eine Wüste eingebaut hat. Der Turm, der taucht random auf. Manchmal ist er da, manchmal ist er es nicht. Ich würde gerne Schutz aktivieren, ich will aber jetzt ein bisschen sehen, was hier so an Pokémon gibt. Ich weiß, dass es hier auch Trainer gibt. Es gibt hier definitiv Trainer. An den Stellen hier gibt es überhaupt keine wilden Pokémon. Das ist nur in diesen etwas tieferen Stellen. Das ist jetzt mal ein Gegner für Blume, so ein Boden-Pokémon. Deswegen habe ich mich jetzt auch auf die Wüste gefreut, weil so kann ich Blume ein bisschen leveln.
ohne Blume Sonderbonbons geben zu müssen, damit es auf dem Level bleibt. Und jetzt sind es nur 3 Level, aber später könnte es mehr sein, ne? Wir sind auch ungefähr auf Blumes Level. Sandstorm Rages. Ich habe auch nicht wirklich gute Attacken für Blume, ne? So ein bisschen enttäuscht bin ich von Florges bis jetzt schon. So ein kleines bisschen enttäuscht bin ich. Keine guten Attacken bisher so. Das sind alles noch Attacken, die der mit Flabby B erlernt hat, glaube ich. Ja, also bisher bin ich davon enttäuscht. Gegensatz zu allen anderen, von denen ich sehr positiv überrascht bin. Sandslash. Könnt ihr mir nicht irgend so einen Kampf und Licht-Pokémon raushauen, dass ich schnell mit einer Feenattacke besiegen kann? Ne, dass es halt Mono-Fee ist, ist halt auch ein riesen Nachteil, finde ich. Und jetzt gegen die Sandslash macht das sehr viel Schaden. Aber gegen das Claydol vorhin, Lepumentas, ich weiß, das hat hohe Verteidigungswerte, aber das finde ich halt trotzdem krass. Und ich habe halt nur Magical Leaf, ne? Ich habe nur Zauberblatt. Das ist beim Level schon ein klein bisschen problematisch. Ökofridges, ja da. Ach, keine Ahnung, WhatsApp. Ich werde den Kampf jetzt noch machen, da muss ich schneiden. Echt na toll. Alter, heute ist ja Game Awards, ne? Und ich hab mein... Stimmt, ich hab mein Dings noch nicht gemacht. Auf jeden Fall killt er sich jetzt selbst. Ruhe in Frieden. Das war noch das letzte Pokémon, ne? Was ein Vollidiot. Naja, haben wir ihn besiegt. Ist ja toll, passt auch irgendwie sehr gut zur Wüste. Ne, man braucht hier diese Gläser, um hier durchzugehen. Schade, dass man die nicht trägt. Ich glaube, selbst in Oras hat man das nicht gemacht. Scheiße. Fuck, Alter. Ja, erstmal heilen würde ich sagen, oder? Ich werde niemals schneller sein und ihn one-hitten. Dafür kenne ich Blume mittlerweile zu gut. Ne, ich bin schon ein bisschen enttäuscht von Florges. Während ich bei den anderen Pokémon bis jetzt sehr zufrieden bin. Bei Piontrake kann ich jetzt aktuell nicht so viel sagen. Aber das letzte Mal, als ich ihm Schwarz 2 genutzt habe, war ja schon sehr gut. Ja, meistens macht bei solchen Pokémon auch schon die Typenkombination sehr viel aus. Wie bei einem Voltula. Ja, ich habe auch nur nach 15 Typenkombinationen wie Feuerkampf oder Wasserboden in meinem Team. Ne? Greif an. Och komm, Blume. Wie? Alter, willst du jetzt auf Sakura-Niveau runtergehen? Willst du jetzt allererstes so unnötig werden? So schwach werden wie Sakura, Alter. Danke.
Da hätte es sich fast auf Aqua-Niveau begeben, ne? Was noch schlimmer gewesen wäre als Sakura. Ich hoffe, die Leute, die hier Konosuba und Naruto gesehen haben, wissen, wovon ich rede. So viel Wirbel nur um Scheiß. Rabigator. Rectus. Na komm, es ist nur ein Mahakamba. Akupressur. Special Steff. Scheiße, ich bin immer noch verwirrt. Aber ich habe getroffen. Marikamba passt auch perfekt zur Wüste. Ausnahmsweise passt es überhaupt zu etwas, zu irgendwas. Nach der Aufnahme muss ich auf jeden Fall aber den Adventskalendertag von heute machen. Ja, stimmt, der hat sich ja. Das hat ja das angesetzt, stimmt. Weiß ich, könnte auf Logok gehen, aber nein. Alter, der macht mich mit so einer simplen Käferattacke so viel Scheiße. Du doch mal aus deiner scheiß Verwirrung rauskommen, du blödes Ding! Also ohne Scheiß, aktuell bin ich schon ja nicht so ganz überzeugt von Florgis. Vielleicht kommt das ja noch, aber aktuell nein. Weil ich von Floet bisher mehr überzeugt. Pion Draghi kann ich nur von meiner Schwarz-2-Datei reden, da wir ihn bisher noch kaum benutzt haben. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich ein großer Fan seiner Typenkombination bin und als ob es immer noch nicht tot ist. Das ist ein Marakamba! Kein Potrott! Bei dem hätte ich es verstanden, wenn er den Staun gekriegt hätte. Ne, und am Ende jedes Kampfes muss ich wieder einen Trank einsetzen. Ja, Gigasauger. Also hätte das jetzt gekillt, ne, dann wäre ich rausgesprungen aus dem Fenster. Die Akupressur war ja so schon schlimm genug. Jetzt um Rages. Heliolisk. Hört sich an wie so ein Fossil. Nein, ist nur der, okay. Na komm. Den besiegst du. Ich glaub an dich. Ich glaub dran, dass ich nicht immer auf dieselben Pokémon gehen muss. Ne, noch ein Highlight, den brauche ich jetzt nicht. Ich weiß gerade nicht, wie viele Trainer es hier gibt. Ich glaube, es gibt nicht so viel. Und als ob das Ding Donner hat. Als ob es auch noch paralysiert. Also wirklich, wo war nochmal der Namensbewerter? Als ob das Ding schon wieder trifft! Alter. So langsam ist es schon nicht mehr witzig, ne? Ohne Scheiß, wisst ihr was? Ist mir jetzt scheißegal, ich nutze die Sonderbonbons. Du bist mal Paraheiler. Wir kriegen WhatsApp und Blume Level 40, ist mir scheißegal. Und jetzt erlernt er was Geiles, oder?
Nee. So, wollen wir mal sehen, ob sie jetzt was reißen kann. Drei Pokémon. Hippopotas. Jetzt muss ich mich beruhigen. Sonst kriege ich hier noch einen Anfall. So, Magical Leaf. Hippopotas hat bei der Win Season 2. Siehst du, geht doch. So ein bisschen Ruhe und Geduld. Das hilft anscheinend. Ja, wenn du Sandstorm getroffen ist, nicht so schlimm. So, halt die Balltreu. Keine Ahnung, was das ist. Ich bleibe mal drin. Ach, es ist nur Lepumenta. Es ist nur Pupanze, Pappens, wie auch immer der ausgesprochen wird. Der ist nicht so stark wie Lepumentas. Der wird sogar gewone-hittet. Ne? Seht ihr, man muss nur zart mit dieser Blume umgehen. Dann kann sie es auch. Aber, Alter. Wie kommt man dann zurück zur Arena? In Rubin Saphirs Markt muss man naja, jetzt ist wieder den ganzen Weg nach Gryffindor City zurücklaufen. Mein Uras kann man ja direkt dorthin. Ist es nur ein Vibrava? Komm, Feenattacke und tot. Die ist sogar stepped, die überlebt da nicht. So. Seht ihr, so muss das sein, Blume. Du hast mich nicht enttäuscht. Ich wollte dich schon zu Sakura umbenennen. Das Ding passt auch perfekt zur Wüste. Irgendwie sind die ganzen Pokémon, die man in Schwarz und Weiß in der Wüste fangen kann, hier auch vertreten. Das Ding hat ja auch eine Gala-Form. Ich wollte aber nicht auf Wunsch-Dingen gehen. Ist nicht so schlimm, dass er mich gequittet hat. Kann ja mal passieren. Man, der wird jetzt auch durch den Sandsturm getroffen. Komm, gehen wir weg. Ich meine, ich habe jetzt einen Hit aus Versehen kassiert wegen meiner Dummheit. Aber das kann ja mal passieren. Ja, hier sind irgendwo Fossilien in dieser Wüste. Das ist cool. Liebe Picknickerin, drei Pokémon hast du. Du beginnst sogar mit dem. Das ist jetzt zum Beispiel kein Gegner für Blume, ne? Da würde ich einfach auswechseln und zu einem anderen Pokémon wechseln. Ist ja gar kein Problem. Ja, Blume, es gibt halt Gegner, gegen die du nicht gewachsen bist. Ja, das muss ich halt einfach akzeptieren und dann zu einem anderen Pokémon wechseln. Jo, als ob der Flammenblitz hat. Und als ob das Dreckding burnt! Ich bin nur so lieb mit Blume, nicht mit Warzmon. Mit Warzmon darf ich böse sein, der ist hässlich. Den ganzen Warzno-Meme. Physischer Angriff komplett am Arsch. Geil. Muss ich speziell angreifen, aber ich glaube, das ist physisch, ne? Nee. Andererseits, das Ding hat eine Drecksverteidigung, ne? The Sandstorm Rage. Kaknia. Ja, da. Ich habe WhatsApp schon irgendwie schon länger nicht mehr benutzt. Obwohl, da hätte ich jetzt auch auf Piondragi gehen können. Ich habe irgendwie gut was gegen Pflanzen-Pokémon, ne? Ich glaube aber, es gibt keinen Pflanzen-Arena oder so, Arena-Leiter oder so in Höhen. Und Top 4 Mitglied auch nicht. Ich hätte echt gern Käfer gebrummt auf WhatsApp. Der Sandsturm, ja, schön und gut. Ich habe jetzt halt nur Blume gewonnen, damit er auch EP bekommt. Gebald. Was war das nochmal?
Ich glaube, irgendwas, in das ich Skorpion nicht reinschicken will. Komm, machen wir mal Blume rein. Ich glaube, das ist ein Boden-Pokémon. Ich habe den Namen, ich kenne den Namen auf jeden Fall. Gebeit, ja. Ach so, ja, er ist es nur. Ja, der kann mich mit Drachen nicht angreifen und ich bin schneller als der. Und der Zauberschein killt das Ding. Ja, Knacksel. Ah, ich sehe schon, wir sind schon bei den 30 Minuten angekommen. Ja, Blume, du hattest heute sehr viel Screentime. Hoffentlich ist das im nächsten Part auch wieder so. Ich mag es, dich zu nutzen. Ich liebe dich. Du bist mein Lieblings-Pokémon. Im nächsten Part werden wir dann die Wüste komplett fertig machen. Freut euch schon mal drauf. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Süß.